Es ist dieser Moment, als im Westen Indiens eine Brücke einstürzt und über 140 Menschen in den Tod reißt. Neue Videoaufnahmen zeigen die Sekunden vor der Katastrophe in der Stadt Morbi. Auf der gerade erst sanierten Brücke feiern etwa 500 Menschen ein Lichterfestival. Viele Kinder sind dabei. Doch die Fußgängerbrücke schaukelt verdächtig stark hin und her. Und dann plötzlich geben die Tragkabel nach, die komplette Konstruktion und die Besucher stürzen in die Tiefe. Wieso es zum Einsturz kam, soll nun eine Untersuchung klären. Womöglich hat die Brücke dem Gewicht so vieler Menschen schlicht nicht standgehalten. Die Regierung will die Opfer nun entschädigen für eine Katastrophe, die vielleicht hätte verhindert werden können.